Geliebte Bietje, in letzter Zeit dachte ich viel an die Tage, die wir unter Stürmen verbrachten und wie oftmals unser Schiff sich mit Wasser füllte, fast bis zum Rande. Wenn wir beide alt sind, wirst du für mich immer noch das Schönste sein, was ich sah. Segantini hatte unlängst oberhalb Savonins den See von Tijil liegen gesehen. Für ihn gab es kein Halten mehr. Er sah nur noch das neue Gemälde vor seinem geistigen Auge. Bietje seufzte. Sie würde wieder für Wochen mit den Kindern allein sein. Ich war überzeugt, dass die Malerei nicht in der Farbe allein begrenzt ist, sondern dass sie zum Ausdruck aller Gefühle der Liebe, des Schmerzes, der Freude und der Trauer werden könne. Mein Pinsel eilte über die Leinwand und folgte dem inneren Drang. Er offenbart das Zittern meiner Hand, in der alle Vibrationen der Nerven ausmünden. Das Feuer der Kunst ist in mir und hält mich in Spannung, die ich auf mein Werk übertrage, lebendig und sinnlich greifbar. Mein Ideal, für das ich mein ganzes Leben lang kämpfte, war die Erhaltung der Freiheit meines Ichs. Darum bin ich Künstler geworden, denn so bin ich frei und niemand steht über mir.